Willkommen zu Programmierung 1 von mithilfe von MATLAB. Okay, schauen wir uns die Aufgabe 1 an. Und hier sollen wir MATLAB als Taschenrechner benutzen. Berechnen Sie die folgende Gleichung durch Eingabe im Command Window. Und wir haben ja auch eine Lösung. Gut, schauen wir uns erstmal die Oberfläche von MATLAB an. Hier haben wir ein Command Window, also das Command Fenster, den Workspace und die Command History, die ich jetzt mal lernen werde. Gut, im Command Window werden wir halt unsere Befehle eingeben. Im Workspace werden Variablen angelegt für uns, die wir halt mithilfe des Command Fensters halt definieren. Es gibt da ein paar Ausnahmen schon von vorgefertigten Variablen, die wir noch kennenlernen werden. Und im Command History wird halt gespeichert, was wir bis zu dem Zeitpunkt halt eingegeben haben. Gut, damit wir die Eingabe der Variablen und das Ganze halt verdeutlichen, werde ich halt 2,9 Pi, den 10. Logarithmus von 7, Sinus, Wurzel 72, 31 hoch 0,7 und e hoch, also e Quadrat, halt als Variablen definieren. Zum Punkt der Variablen. Es gibt dort eine Sache, die wir halt wissen müssen, oder eher gesagt zwei. Zum einen Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden und als einziges Sonderzeichen in Variablen ist der Unterstrich erlaubt. Also a unterstrich 1 ist gleich und damit können wir eine Variable halt definieren. Das sind so zwei wichtige Faktoren, die wir dort haben möchten. Gut, ich beschränke mich jetzt erstmal darauf, die Variablen zu definieren für unsere Aufgabe. Also da haben wir, will ich a jetzt den Wert 2,9 zuordnen. Und damit gebe ich 1,2,9, das wird in diesem Programm halt definiert als, oder deklariert dann als 2,9. Und Enter gedrückt und wir sehen, wir haben hier eine Variable a, die den Wert 2,9 zugeordnet hat. Und wir sehen im Workspace unsere Eingabe, die wir gemacht haben. Gut, jetzt ist es natürlich nicht immer von Vorteil, wenn hier immer gleich wieder a ist gleich 2,9 ausgeschmissen wird. Ist ja auch ein bisschen Rechenleistung und vor allen Dingen macht es das Ganze halt nur unübersichtlicher. Da können wir das Ganze, diese Ausgabe von a, können wir halt unterdrücken, indem wir dort ein Semikolon hintersetzen. Das werde ich jetzt bei den anderen jeweils machen. Und wir werden sehen, wir werden hier dennoch die Variablen bekommen. Also, b soll gleich pi sein. Pi ist eine der wenigen Zahlen, die als Variabel schon vordefiniert ist, mit pi. Aber wir möchten das Ganze jetzt aber nicht ausgeworfen haben. Wir sehen aber, wir haben jetzt eine Variable b mit dem Wert 3,1416, was ja gerade pi entspricht. Gut. Denn c soll der 10. Logarithmus, also da geben wir Logarithmus von 10 an und von der Zahl 7. Gut, auch hier möchten wir das Ganze nicht ausgeworfen haben, aber wir sehen hier, dass das den Wert 0,8451 hat. Kommen wir weiter zu d. D ist gleich der Sinus von der Wurzel 72, Wurzel hat den Befehl skirt und jetzt von dem Wert 72, Klammer zu, Klammer zu, und auch hier wollen wir das Ganze nicht ausgeworfen haben, hat aber den Wert 0,8073. Jetzt haben wir noch e. E soll der ganze 31 hoch 0,7 sein, also 31 hoch 0,7. Doch hier wollen wir keinen Auswurf halt wieder haben. E haben wir jetzt 11,0650. Gut. Und jetzt brauchen wir noch das e Quadrat, um alle Elemente unserer Gleichung, wie wir hier sehen, als Variablen gespeichert zu haben. Man könnte das natürlich auch alles einfach
in einer Reihenfolge eingeben, aber wie gesagt, ich wollte halt nochmal das Ganze mit den Variablen halt durchprobieren. Um die Eulersche Funktion zu zeigen, machen wir exp und geben halt den quadratischen bzw. die Potenz davon an für x. Und da soll es ja gerade Quadrat sein. Gut, auch hier wollen wir den Wert nicht ausgeworfen haben. Aber jetzt haben wir die ganzen Variablen für unsere Aufgabe und können jetzt die Variable y, wir sollen das Ganze hier als y deklarieren, schreiben. Und das tun wir halt, y ist gleich, und da war das a mal b mal c mal d plus, naja, plus e. Jetzt müssen wir die ganze Gleichung ja teilen, also müssen wir das Ganze auch in Klammern setzen, das ist ja wie in unserem Taschenrechner, und dann den Bruch daraus ziehen und von e Quadrat, was ja unser f halt hier ist. Gut, das Ganze möchten wir wiederum ausgeworfen haben, möchten sehen, ob was stimmt, und dort haben wir den Wert 2,3387. Und wir sehen, unsere Lösung ist 2,3387, genau wie wir es ja auch berechnet haben. Gut, das wäre es zur ersten Aufgabe. Falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne stellen. Ansonsten wäre es das hierzu.